Hallo und willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2. So, wir haben ein paar Missionen hier am Camp, aber ich habe in der Zwischenzeit auch erfahren, dass wir die Pilze, die ich seit zig Episoden mit mir rumschleppe, auch einfach bei Pearson abgeben kann. Dann sind sie nicht weg und werden gespeichert. Ist das nicht toll? Ich finde das toll. Und die Lagerkasse ist schon Mitte gefüllt, da können wir vielleicht auch was tun. Hi, Jose! Zu dir komme ich später. Oh. Okay, take it easy. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte, ich habe irgendeine Sequenz getriggert. Anscheinend war nur Sadie getriggert, dass ich hier mein Pferd mitgenommen habe. Und wir wollen frei sein, also spenden. Was spenden wir? Froschbeine. Rindfleisch, das schon eine Weile im Inventar ist. Sehniges Fleisch. So, Materialien wahrscheinlich auch alle. Oh. So, bitteschön. Was haben wir hier noch? Geruchstinktur, Raubtierköder. Ah, damit kann ich nichts anfangen. Ja, gern geschehen, gern geschehen. Oh, Warrant ist wieder besoffen. Oder immer noch besoffen. Ziemlich drauf auf jeden Fall. Ist der Eintopf fertig? Relativ viel, relativ viel. Erstmal hier schön Kaffee trinken. Gut für die Ausdauer. Das schmeckt eher nach Plörre. Wer ist das da hinten? Ah, Javi. Boah. Trink ihn doch auf einen Schluck aus. Boah. Das ist richtig. Tasse einfach irgendwo hinwerfen. Genauso mache ich das in meinem Zimmer auch immer. Hallo? Wer bist du? Karen. Hey, get up. Warum? Lass sie doch liegen. Wollte nur Hallo sagen. Damit meine Ehre hochgeht. Und vielleicht ein bisschen mehr als meine Ehre. So, wir haben ein Dokument bei uns und wir haben Munition, die blinkt. Außerdem haben wir das im Let's Play noch. Good morning, Arthur. Guten Morgen, Let's Play noch gar nicht gesehen hier. Ich musste aber gestern, also am gestrigen Tag in Red Dead Redemption hier rein, um zu speichern. Das hat es aber nicht mit in die Episode geschafft. Hab aber hier nichts angerührt, das habe ich für uns gemeinsam. Ja. My dear Arthur, I hope this letter finds you well. Ja, I wanted to thank you for your help with Jamie. Gern he and geschehen. Daddy are still arguing, but I understand that Jamie is thinking about going back to college. Whatever happens, I believe you saved his life and we are all truly grateful. Das stimmt. Oh, Arthur, I have made such a mess of my life time and again. Du bist doch noch Why can I not jung. change and be the woman I want to be? Why couldn't you change and be a man and put down all those fantasies that shroud your judgment? Danke für die Life Beleidigung. Is very confusing, and I see now that I'm not very good at it. I'm afraid we've got ourselves into another mess. It's not my fault, but I need your help. Frag I'm staying jemand at the anderen. Hotel Grand in Saint Denis. Oh, Arthur. I know it is wrong to ask you, yeah. But I have nobody else, and for what we once had together, I beg of you, even though I am ashamed to do so. Die hatten mich echt bei yours, den Eiern, Mann. Mary. Ja, yours. Oh, stimmt, wir haben Schnellreise. Schnellreisemöglichkeit, und was haben wir hier? Bin ich das? Nee, das ist Lyle Morgan. Lattenzieh. Vielleicht mein Vater? Mein Hund? Dutch? Jose? Und ich? Aha. Ah, steht auch rechts unten. Arthurs Vater. Arthurs Hund. Okay, wunderbar. Muss ich noch was untersuchen? Was ist da oben? Das Foto haben wir jetzt schon so oft
Ja, umdrehen können wir es nicht aufmachen. Gelesen haben wir es auch. Zeig mir das doch mal als abgehakt an. Ah, da ist noch ein Brief, aber das ist ja nur der Zeitungsausschnitt vom ersten Banküberfall. Pistolenmunition nehme ich mit. So, Schnellreise werde ich nicht machen. Ich will nur mal sehen, wie das hier funktioniert. An der Karte wahrscheinlich. Darf ich mir noch was aussuchen? Ah, okay. Ja, das ist relativ selbsterklärend. Ich mag es, dass eine Dynamitbox direkt neben mir liegt. So, irgendwo kann man doch hier auch fürs Camp spenden. Wahrscheinlich in Dutches Raum. Keine Türen. Und kein Bett. Ah, sein Grammophon steht hier. Beitrag leisten. Geld und wieder mehr als 20 Dollar. Da fühlt man sich gleich besser. Mach mal das zweimal noch und dann... Da war es aber, glaube ich, deutlich einfacher, einfach so viele Leute wie möglich zu grüßen in Saint-Denis. Muss ich vielleicht mal Let's Play technisch, also die Folge beenden und dann noch 20 Minuten nur meine Ehre grinden, wie man so schön sagt. Das kann ich mit dem Geld natürlich auch genauso machen. Uiuiui, da gab es aber einen Sprung nach oben. Das freut mich aber. So, dann schauen wir uns an, was wir machen wollen. Ich denke, wir müssen eh nochmal die Braithwaite Männer besuchen. Da kriegt man eventuell dann den Goldborn. Hier gibt es... Aha, da ist noch ein Wanted-Poster und hier ist noch ein Leonard Strauss. Mary Beth möchte mit dir sprechen. Oder Husi, was machen wir als erstes? Ich schätze, wir gehen nochmal nach Braithwaite. Männer. Hey. God, stay away from that whiskey. Ja, das ist ein guter erster Ansatz. Alkohol ist halt nicht unbedingt so harmlos. Mir persönlich schmeckt er kaum. Muss schon sehr viel in Cocktails aufgelöst sein, dass ich es annähernd genießbar finde. Guten Morgen. Gut siehst du aus. Komme ich auf komische Tasten? Oder auf komische Ideen? Ich weiß es nicht. Pferd. Und unser Hund? Lang nicht mehr gestreichelt. Okay, ich glaube, mein Pferd wird zurückgehalten. Es darf ja nicht mit ins Innere. Ja, muss mal zu ihm laufen. You okay, boy? Ja, das klingt danach. Ja, wunderbar. Hey, ich drück auf die Streicheltaste. Da muss auch was passieren. Ja. Wunderbar. Oh, bist du ein Feini. Bist du ein feiner Hund? Ja, so fein. Guter Hund. Gut fürs Camp. So. Ich hab dir gesagt, ich will nicht mehr schnell rennen. Und mir fehlt immer noch so eine mittlere Geschwindigkeit. Also ein bisschen schneller könnte Arthur laufen. Und ein bisschen einfacher hätten sie es mir machen können, was zu spenden. Das Buch könnte ja hier draußen liegen. Und jetzt muss ich dafür jedes Mal hochlaufen. Ist ja nicht gerade Sinn der Sache. Naja, auf zum Pferd. Und dann schauen wir mal, dass wir auch wieder ordentliche Nahrung bekommen. Hab jetzt mein bestes Rindfleisch verspendet, das schon seit ein paar Wochen in meinem Inventar ist. Allein immersionsbedingt. Hey, du hast immer noch die Felle. Wieso hast du immer noch die Felle? Okay. Dachte, ich hätte die alle gespendet. Ach, wenn das die legendären sind, muss ich die beim Trapper abgeben. Denke ich zumindest mal, dass es daran liegt. Pferd, alles gut. Oh, da ist eine Schlange. Weiß nicht, was das wieder mit dem Waffenrad ist.
Vielleicht habe ich heute wieder einen nervösen Finger beim Aufnehmen. Arthur, willst du den Baum irgendwie kartografieren? Ab und zu zeichnest du doch schöne Sachen in dein Journal. Sieht nicht danach aus. Diesmal sieht es einfach nicht danach aus. Ich glaube, wir nehmen mal was Sniperiges. Ans Bolt Action. Ah, wir nehmen das seltenes Rolling Block. Ist eigentlich der Zustand da? Ganz okay, würde ich sagen. Da ist ein Alligator. Da sind ganz viele Alligatoren. Schwein. Oh. Das ist aber schlecht. Da ist ein Fuchs. Wieso hat es denn nur einen Stern? Also das Fleisch wird gut sein. Der Pelz aber nicht. Dann müssen wir auch ein anderes Schwein warten. Ah, das sah ein bisschen wieder aus wie Traumfänger hier dran. Sind sie aber gar nicht. Kommt das Boot denn da hoch? Und direkt unter dem Regenbogen. Interessant. Das sehen wir uns in dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit kurz mal an. Vielleicht malt er das in sein Journal. Ich finde das zumindest beachtlich. Na, Arthur, was sagst du dazu? Mal an die Kiste ran oder so? Irgendwas? Nö. Einfach nö. Ah, gereifter Piraten rum. Ja, wollte ich sehen. Ansonsten ist da eine Schüssel. Hä? Was ist los? What in the name of? Und dann war er weg. Habe ich ihm was getan? Stink ich so sehr? Weiß es nicht. Ah, solche Bullerbesen. Nicht, dass die so heißen, aber... Breitblättriger Rohrkolben. Lag mir auf der Zunge. Weiß jetzt immer noch nicht, wovor sich der Typ da erschreckt hat. Sieht schon interessant aus. Ich gehe noch hier zum Wagen. Vielleicht hat er sich davor erschreckt, aber es kann ja eigentlich auch nicht sein. Ah, doch. Leiche. Warum macht denn hier die Leiche? Die gehören doch auf den Friedhof. Uiuiui, was ist mit dir passiert? Du siehst nicht gut aus. Ab in die Grundwasserversorgung mit dir. Zumindest vielleicht an den Strand. Erschreckt sich niemand mehr, außer Leute, die hier an den Strand kommen. So. Eieiei. Tut mir leid, Kerl. Das hast du nicht verdient. Hey, mein anderes Pferd ist mitgekommen. Wie ist das passiert? Irgendwas Wertvolles hier noch? Oder ein Hinweis? Oder irgendwas? Oder lag der da einfach rum, weil... Weil halt. Okay. Kann's nicht sagen. So. Das Spiel ist wirklich faszinierend. Moinsen. Hey, yeah. So. Ah, ich habe rechts ein bisschen was gehört. Hoffentlich nichts, was mir schon wieder nach dem Leben trachtet. Kann man nicht einfach links rum? Kann man die Karte vielleicht auch noch ein bisschen aufdecken? Da haben wir ja fast gar nichts aufgedeckt. Hirsch. Oder Rie. Easy, easy. Hirsch. Und da wieder ein richtig... Ich finde das... Ich mag so große Bäume. So richtig fette Bäume. Aber Arthur zeichnet wohl nicht jeden auf. Ist schon okay. Nein. Boah. Alter, was war das? Eine Gatling-Gun auf dem Wagen wahrscheinlich.
Boah, darauf war ich nicht vorbereitet. Darauf war ich einfach nicht vorbereitet. So teuer ist Sterben in dem Spiel. Dann würde ich es keinem empfehlen. Pferd. Wo ist mein Satteltier? Ach, das Pferd ist, glaube ich, auch down. Ein Glück habe ich Pferdewecker. Mehr als genügend. Ich glaube, das wird einfach niedergemäht. Dann ist ja gar nicht so schlecht, dass mein anderes dabei ist. Okay, wer war das? Hat es wohl auch ziemlich eilig gehabt. Ja, meinen schwarzen Araber niedergemäht. Diese Bastarde. Okay, there. Okay. Und wo ist mein Gaul? Okay, girl. Ist er im Stall? Oder lebt er jetzt auf einer großen Farm? Und das Leben ist so eine Sache. Die können doch nicht einfach hier mein Pferd weggemäht haben und das war's. Das war ja dann richtig teuer. Außerdem mochte ich das Pferd. Das wäre jetzt bitter, wenn das weg wäre. Boah. Ist ja gut. Ich habe ja noch Ferdinand. So, was haben wir hier? Wir schauen uns einfach mal um. Das kostet nichts. Kokain-Kaugummi. Und Premium-Zigaretten. Dann müssen wir erst eine wieder aus dem Inventar entfernen. Nehme ich. Nochmal Premium-Zigaretten? Tatsächlich. Aber wir müssen unbedingt was für unsere Gesundheit tun. Und in dem Fall heißt es Kekse fressen. Und nochmal Zigaretten loswerden. Ich hoffe, das waren die richtigen. Werden wir ja gleich sehen. Wow. Wunderbar, das Dead Eye brauche ich. So, braucht man gleich noch ein paar mehr. Es tut der Lunge definitiv keinen Gefallen. So, dann haben wir nicht immer das Problem, dass wir keine mehr aufnehmen können. Gut, dann nehmen wir die Zigarre, die auch irgendwie hier das Inventar voll macht. Warum eigentlich? Füllt ja nur Dead Eye auf und kostet Ausdauer. Ach, mit Sinn und Verstand habe ich noch nicht viel erreicht. So, da haben wir nochmal irgendein Getränk, ein Bourbon. Mensch, das ist eine richtig gesunde Folge. Bourbon, 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 Bourbon. Ah, geht sogar auf die Gesundheit. Na, dann lass ich es mir schmecken. So, hat nichts gebracht. Durch die Tür kommen wir nach draußen, ne? Boah. Aber nett da drin. Können jetzt auch nochmal ins größere Haus gehen. Wenn wir ein bisschen noch einen Keks gefressen haben. Boah. Und wie gesagt, danach müssen wir mal wild schießen. Irgendwas in der Art. Schleiche ich annähernd? Nee, jetzt schleiche ich. I reckon you had enough, Pa. Enough? All I had enough of is you. Okay. Kein guter Vater. Zumindest sagt man doch sowas nicht zu seinem Kind. Okay, eine Kiste. Was habt ihr denn da drin?
Münzsack. Da stand mein Name drauf. Oh, nur $12. Okay, na, wenn Leute zu Hause sind, kann ich ja doch schlecht einbrechen. Und mein Rumgepfeife hören die hier ganz sicher. Ja, da ist eine Kiste vor dir. Weich halt aus. Muss schon mitdenken. Deswegen warst du nur das drittliebste Pferd, das ich hatte. So, da unten liegen schöne Boote. Ein Boot. Ansonsten Enten. Und nochmal so ein Reitding. Und was noch? Das hat doch auch geleuchtet. Seetang? Nee? Okay, man dachte, hier haben irgendwie die Algen auch geleuchtet. Wir können Sushi machen oder sowas. Anscheinend nicht, anscheinend nicht. So, da hinten haben wir ein bisschen Wild. Wieso ist die Sniper jetzt schon wieder weg? Ach, weil ich samt Pferd umgeschossen wurde. Der ist gut. Wow, easy. Na, also. Mein 3-Sterne-Hirsch. Easy, wow. Müssen das aber auch an einem gescheiten Lagerfeuer mal zubereiten. Erstmal schauen wir, dass man ins Fleisch kommt. Yeah, won't take long, girl. Und natürlich an den perfekten Pelz. Hätten wir vielleicht Arbeitsklamotten dafür anziehen sollen und nicht meine beste Garderobe dafür verwenden, aber. Jetzt ist zu spät. Ah, so wird man die Pelze auch los. Einfach Pferd weggeballert bekommen. Ich glaube, das Pferd existiert noch irgendwo. Achso, jetzt muss ich das wieder verkaufen rechtzeitig. Ja, das ist das Problem, wenn man mit dem Teil auf dem Rücken dann rum... Ich glaube, wir können es ablegen, das... Da ist ja ein Fuchs. Okay. Es war ein bisschen Verschwendung hier. Ah, das legen wir für die schönen Wildtiere hin. Dann müssen wir es nicht mit uns rumschleppen. Gleich knabbert mal ein Kaninchen dran. Irgendwie sowas. Ja. Weil das Fleisch haben wir ja theoretisch selber aufgenommen. Okay, hier schreit ein Wildschwein, glaube ich. Was ist das denn für eine Abwasserleitung? Oh. Help me. Help me. Wer braucht Hilfe? You there. Please, can you help me here? Ja. Was ist What los? Happened, man? My horse threw me and I landed on my foot and I heard a snap. My leg's all numb. Oh, das tut mir leid. Ich hätte Medizin. Ich will die Waffe treffen. Da wollte ich den Kopf treffen. Na gut. Und ich hab ihr geglaubt. Ich kann nicht noch ein Pferd riskieren. Ein Zigarettenbild bekommen. Beziehungsweise... Ah, Silberkettenarmband. Das ist das eine, das, was wir beim Trapper noch gebraucht haben für irgendeinen anderen Talisman. Interessant, dass wir das jetzt einfach so bekommen. Und wieso greift ihr mich einfach an? Ihr Wilden. Das ist nicht nett. Jetzt weiß ich, wie es den anderen Leuten geht. Nicht sehr nett, was ich hier mache. So, da ist ein toter Baum. Und hier links haben wir dann noch nicht aufgedeckt. Vielleicht gibt es hier noch was ganz Spannendes. Da ist das Wildschwein.
das so gequiekt hat. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir eins treffen würden. Schnelles Schwein. Okay. Wir suchen einfach weiter. Manchmal gibt es auch ganz nette Sachen am Strand. Ich glaube sogar Flaschenposte. Flaschen mit Nachrichten drin oder Schatzkarten. Das sieht doch gut aus. Das muss man jetzt nur noch dazu bringen, kurz in unsere Richtung zu schauen. Alle Schweine schauen sich um. Okay. Das hat nichts gebracht. So. Uiuiui, beinahe hätte ich mein eigenes Pferd noch. Komm schön auf die Schnauze, oder? Ins Auge. Sowas kann auch ins Auge gehen. Oh, I'm sorry, girl. Warum? War der Schuss zu laut? Das ist aber schlecht. Da sind wieder Gräber. Da müssen ja die ganzen Braidwaits drin liegen. Also das sieht schon mal gut aus hier beim Wildschwein. Just hold on there, girl. Ist schnell vorbei. Jo, ein perfektes Wildschweinfell für Papa. Ich glaube, das Wildschwein... Kann man das aufnehmen? Ich glaube nicht, das ist schon zu groß. Ja. Dann lassen wir es auch für die Tiere hier. Okay, my girl. Ja. Keine Namen dran. Ach, hier ist erst das Maisfeld, in dem ich mit dem Lasho beinahe erwürgt wurde. Das haben wir aber schon geplündert, zumindest da oben. Ah, Fütterungsstelle oder irgendwie sowas. Ich glaube, da hinten wollte ich eigentlich hin. Ja, sieht richtiger aus. Scheinen sich aber ganz gut von dem Schock hier erholt zu haben. Oh oh. Und das erinnere ich mich auch. Die arme Frau, was macht man mit der? Was macht man mit der? 1, 2, 3, 7, 6. Wollen wir die erlösen? Ich meine, das ist nicht der richtige Weg, aber die können. Ich weiß es nicht. War das jetzt gut oder schlecht? 9, 3, 4. Ich kann ihn nicht erschießen. Wieso hat die Ehre aufgeleuchtet? Keine Zeugen. Hätte ich erwischt? Nö. Zeuge wegen was? Er ist auch hier. Damn it all. Ah, just get out of here. Leave me the hell alone. Help me. I told please. You to stop. Stop. This is your last chance. What is wrong with you? Was machst du denn? Oh Lord, no, don't shoot. Ja, dann bleib stehen. Someone, I need help. Na gut, dann soll er halt abhauen. You good girl? Hier können wir uns auch noch umschauen. Wegen Unruhestiftung verknacken wir ihn ja nicht. Wenn ich so ein Schwein mir stehlen würde. Ja, ja, Verbrechen gemeldet ihr mich auch. Gib nur einen Klaps auf die Finger. In diesem Teilort war ich gar nicht. Es haben da die Sklaven von den Braidwaits gewohnt.
Nicht hier einfach rein? So viele Fragen. Und die eine haben wir zumindest beantwortet. Okay, die eine klopft da komisch ans Fenster. Warum? Eine Fischerhütte. Vielleicht kriegt man da die guten Angelköder. Ich weiß es nicht. Nee, kann mit niemandem interagieren gerade. Komm auch nicht da rein. Okay, Girl. Könnte auch am Fahndungslevel liegen. Das weiß ich nicht. That's my girl. Ja. Ihr sucht Arthur Morgan. Hi, Jungs. What's all this fuss about? Nothing to worry about. I'll be on my way. You don't belong here. Now get. Yeah. Ja, ich gette. Shit. Don't even think about moving. You so much as breathe wrong, I'll put you down. Ihr habt doch gesagt, ich soll gehen. Go to hell. Was? Take it to him, boys. Man will kein Kopfgeld. Au, au. Ich wünschte, ich hätte mein schnelles Pferd noch. Wieso seid ihr so aggro? Boah, der eine lässt aber echt nicht locker. Vorsicht! Oh, doppelter Roadkill. Hier. Yep. Komm schon. So, und gleich können wir dann wieder umdrehen. Wir können natürlich zum alten Campspot noch schauen. Und der wird halt jetzt so ziemlich gar nichts mehr sein, glaube ich. Habe ich noch nie gemacht. Doch irgendwie. You done good, girl. Naja, die 5 Dollar wären wir auch wieder los. War denn der Campspot? Müsste doch eher in die Richtung gewesen sein. Ja, das sieht richtig aus. Man da nichts zurückgelassen. Ja, nur ein paar Wege und ein paar Kisten. Ah, doch. Bisschen Müll haben wir zurückgelassen. Tja. Hier sind schon die bösen Jungs, oder? Sieht so aus, als ob wir die bösen Jungs wären. Ja. So, aber ich will trotzdem noch in Spraytrade anwiesen. Oh, die arme Frau, die da eingesperrt ist, aber... Was machst du bei einer psychischen Krankheit, wenn es da überhaupt nichts gibt? Also heutzutage hat man ja Hilfe und professionelle Leute. Aber damals kannst du auch nicht die ganze Zeit einsperren in so einem kleinen Raum. Vielleicht im größeren irgendwie ein komfortables Leben bieten. Ja, keine Ahnung. Ein sehr komplexes Thema. So, dann schauen wir uns mal schön in Caliga Hall um, wollte ich sagen. Wir schauen uns um. Steht ja nicht gerade viel. Ja, da habe ich recht. Gutes Pferd. Irgendwie kam mir das früher größer vor. Ja, haben wohl noch nicht alle Leichen rausgeschafft. Ja, Catherine Braithwaite hat's nicht lang geschafft. Ihre Brosche, interessant, dass ich der Erste bin,
der das hier plündert. Als Angestellter hätte ich das schon längst mir unter den Nagel gerissen. Eine Box. Gleich ist da das Braithwaite Gold, von dem alle geredet haben. Arthur, gib dir Mühe, da ranzukommen. Ich kann nicht sagen, wie sehr es mich ärgern würde, wäre man da nicht rangekommen. Die Trigger sind hier schon komisch. Großer Goldbarren. Na wunderbar. Das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Ist hier noch ein bisschen Geld irgendwo in einem Kamin oder so? Ich glaube nein. Let's go! Wohin? Was wollt ihr denn von mir? Hattet ihr noch nicht genug, ihr Braithwaites? Eine Message vom Grab? Also mit der kann ich nicht schießen. Wieso geht es wieder gegen die Ehre? Wie hast du den Kopfschuss überlebt? Eieiei. Wie ist es eigentlich mit unserem hier Auftraggeber, mit dem jungen, keine Ahnung wie er hieß? Haben wir den auch irgendwann erschossen? Ich weiß es nicht. Oh, da ist noch ein Foto. Sehe ich halt nichts mehr. Okay. Das hilft mir jetzt nicht weiter. Gut, Pferd ist da. So weit, so gut, würde ich sagen. Ach ja. Und so ist die Ehre wieder gesunken. Da muss ich aber viel spenden. Na, jetzt haben wir endlich mal Zeit, uns hier umzusehen. Da hast du recht, mein Hengst. Meine Hengstin. Ist hier ein Weibchen. Ist das ein schwarzer Araber? Gehe ich hier auf und zu? Nee. Der ist ja nicht komplett schwarz. Einfach ein Kentucky-Settler. Noch ein Kentucky-Settler. Noch ein Kentucky-Settler. Ich weiß, was deren Lieblingspferde sind. Boah, aber die Ehre schaut wieder so runter, nur weil ich die Braithwaite nochmal ausgeschalten habe. Also die, die übrig waren. Und finde das nicht fair. Ein 5 Dollar Kopfgeld auch noch dazu bekommen. Okay. Da soll ich anscheinend nicht rein. Könnte ich höchstens noch hier probieren. Ein klares Nein, ein klares Nein. So, dann würde ich sagen, wir suchen jetzt noch den nächstgelegenen Stall. Wir schauen mal da oben noch, was das war. Ich glaube, da haben sie Trelawney gefangen gehalten. Dann suchen wir einen Stall und finden raus, ob mein gutes Pferd weg ist. Was ziemlich bitter wäre. Ah, hier war Trelawney drin. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Irgendwo eine Zigarettenpackung für Papa. Sieht nicht danach aus. Ah, Kautabak wäre drin gewesen. Schade, dass es nicht mehr war. Sieht aber echt, echt richtig gut aus, Viva. So, nächstgelegener Stall, wo haben wir den denn? Was war das? Das war die komische Kirche, ich verstehe. Glaub, Stall haben wir nicht in Rhodes. Pferdehehler. Gut, der ist wieder da. Ja, dann würde ich sagen, hat das nicht geklappt mit Markieren, aber wir reiten jetzt mal in Mopsgeschwindigkeit dahin. Das ist doch der in Valentine, oder? Nee, das ist nicht der in Valentine. Achso, hier ist Emerald Ranch, ich verstehe. Ist schon mal gut, dass zwei angezeigt werden.
Ich habe die Hoffnung, dass zwei gestabled, also zwei gestylt sind. Reit mal einfach mal drauf los. Vielleicht schießen wir uns ja noch eine Kuh oder irgendwas Vergleichbares. Eine Kuh kann man eigentlich auch nicht verwehren. Gutes Rindfleisch. Der Ochse ist so, naja, und der ist gut. Und top. Mein Pferd ist nicht gesprungen. Das ist wem aufgefallen? Immer ziemlich peinlich. Dass mir das immer noch so regelmäßig tatsächlich passiert. Na gut. Wir nehmen dann einfach den Weg abseits des Zauns. So. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht irgendwie das Inventar schon wieder voll mit dem ganzen guten Fleisch. Nicht drüber trampeln, sonst ist das Fell nichts mehr wert. So. Heute häuten. Naja, schon Kavenzmann. Das würde ich sagen, unter einer halben Stunde geht das im echten Leben nicht. Ich habe sowas von keine Ahnung davon. Na klar, die Hörner nehmen wir auch mit. So. Und ja, erstklassiges Rindfleisch für uns. Das hatte ich mir doch erhofft. So, dann mal vom Ort des Verbrechens weg. Ich glaube nicht, dass die Leute so glücklich sind, deren Ochsen ich gerade erschossen habe. Nur wenn sie rausfinden, dass ich das war. Ich glaube, wir bleiben mal bei Nacht auf dem Weg. Oh, wer seid ihr denn? Ach, du hast auch nur gejagt. Mensch, hast du mich erschreckt. Und da ist gerade das Mondlicht direkt angegangen. Oh ja, alles gut. Redet ihr nur. So, dann sind wir hier in Roads. Echt? Ich muss außenrum vorbei. Und da komme ich doch gerade her. Ach nee, das ist das Grey-Anwesen. Dem können wir auch einen Besuch abstatten. Die haben es relativ gut. Achso, nee. Die sind in der Stadt gestorben, aber die, die am Anwesen waren, die haben es relativ gut überstanden, würde ich sagen. Ja, gut gemacht, Pferd. Da oben haben wir ein Lager. Okay, da müssen wir mal kurz hinschauen. Wieder keinen gerettet. Ja, würde ich auch sagen. Und das hat meiner Ehre jetzt nicht gut getan. Ja, jetzt haben die dann von der Regierung geredet. Ich dachte, das wären irgendwelche Kopfgeldjäger. Naja. Jetzt sind's Jäger ohne Kopf. Einen haben sie schon erschossen? Scheiße. Armer Mann, ich habe nur einen gerettet. Ach, den darf ich nicht looten, den darf ich nicht. Sonst geht's mit der Ehre wieder bergab. Ja, meistens eh nicht so gutes Geld. So viel Geld. Ja, wisst schon, was ich meine. You good girl? Will ich hoffen. Good girl. Ist das ja schon wieder so ein Schneller? Hi there, mister. Yep. Ich würde einfach sagen, der musste dringend aufs Klo. Das erklärt den furchtbaren Reizstil. Hab eine ähnliche Theorie. Was es bei Autofahrern das angeht, wenn die wirklich unter aller Sau fahren. Einfach dringend kacken. That's a good girl. So, müssten ja... Kann nicht mehr so weit sein zu den Stellen. Yeah. You
done good, girl. Schon einige Zeit um Rhodes rum. Ja, das Licht spielt ein bisschen verrückt. Wir sollten auch mehr Querfeld einreiten. Ganz ruhig, Tierchen. Ganz ruhig. Wildschweine sind aber schon gefährlich. Kann verstehen, die werden zwar nicht hier als Feind markiert, aber dass mein Pferd da ein bisschen scheut, finde ich relativ nachvollziehbar. Da sind doch schon die Ställe. Kann ja eigentlich nichts anderes sein. Boah, bei Nacht ist das aber auch einfach nur fantastisch hier. Muss man schon sagen. Bin ich froh, dass das noch auf den PC gekommen ist, das Spiel. So. Wo gutes Pferd. Pferde im Besitz verwalten. Ernsthaft? Mein schwarzes Araberpferd ist weg. Ich hatte nicht mal die Chance, es wieder zu beleben. Oder parkt das hier irgendwo auf der Karte? Das war sauteuer. Und das Pferd auch. Boah, das ist jetzt... Ich würde sagen, das ist Pech für mich. Oje, oje. Na gut. Ich würde sagen, dann haben wir es hinter uns, wenn ich jetzt noch kurz ein Camp aufschlage, das zubereite, dann können wir nächstes Mal wieder voll durchstarten. Vielleicht respawnt das Pferd. Ich glaube aber gerade nicht mehr dran. Dann müssen wir uns einen schwarzen Araber nochmal nachkaufen. Ah, das war unfair. So, einmal Camp und einmal kochen. Mehr würde ich nicht machen. Genau, falls ihr jetzt keine Lust mehr darauf habt, zu sehen, wie ich hier professionell Steak anbrate, bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Ansonsten gibt es jetzt was ordentlich Saftiges hier. Erstklassiges Rindfleisch kochen. Ja, das ist die perfekte Technik. Einfach Space gedrückt halten. Eins würde ich davon essen. Und schon geht's mir wieder gut. So, nochmal kochen. Das kann man ja alles mit Space machen. Das ist schön. Ich drück doch Space. Noch schön Medium-Gegenstand lagern. Hält dann wieder wochenlang im Inventar. Obwohl von dem guten Zeug essen wir wohl öfter was. Das füllt die Kerne deutlich besser auf und die Werte. Im Gegensatz zu den scheiß Crackern, die ich seit paar Episoden nur in mich reinstopfe. Da war schon ordentlich Fleisch an dem Bullen. Alles haben wir natürlich nicht mitgenommen. Aber zumindest 5 Portionen kommen, glaub ich, raus. Hab in der Übersicht jetzt nicht genau die Zahlen mir gemerkt. Ja. Dann können wir Schweinefleisch und Wildfleisch. 4-mal kann ich das kochen. Na, mach mal das doch. Wird sich bei den zukünftigen Begegnungen mit den Gatling-Gun-Räubern, wie sie ab jetzt heißen, lohnen. Zumindest danach, wenn ich voll auf die Fresse bekommen habe und dann mit leeren Kernen wieder irgendwo aufwache. Jo. So langsam kriege ich auch wieder Hunger auf so ein schönes, saftiges Stück Schweinefleisch oder Rindfleisch. Ah, nee, besser nicht. Es ist schon 10:30. Kann ich heute wieder nicht richtig schlafen. Im vollen Magen. So, und dann können wir noch einmal Wildfleisch. Beziehungsweise können eine bestimmte Anzahl an Wildfleisch. Ich habe jetzt auch nicht geguckt. Kann ich mir reden. Ich guck, wie viel. Dann muss man immer unten dran schauen. Ich wünsche, die hätten irgendwie links neben dem, wo man draufklickt, die Nummer hingeschrieben, wie viel man machen kann. Naja. Wären so 4, 5 sein.
ist ja auch nicht nichts dran an so einem Reh, Hirsch, was auch immer. Ich glaube, den Kaffee können wir uns aber sparen. Den kann ich auch nicht lagern. Obwohl Arzneien, speziell Schlangenöl, oh, das könnte man natürlich auch machen. Splitter-Revolver-Munition. Kann ich 400 mal... Ich könnte Dynamit herstellen, aber das ist deutlich billiger zu kaufen. Pferdesalbe. Okay, für die Ausdauer. Interessant. Revolver, Pistolen, Munition, Explosiv. Das machen wir mal. Und direkt ins Feuer halten. Okay, das hat anscheinend gepasst. Gewehr, Munition, Splitter. Brandschrot. Uiuiui, aber da verbrennt mein Loot ja immer mit. Dann macht man noch Repetier, Gewehr, Munition, Splitter. Ich glaube nicht, dass man so Munition herstellt, aber da bin ich auch kein Experte. So, das wird schon gepasst haben. Und dann würde ich sagen, schlaft man noch bis zum Morgen. Beziehungsweise das ist das Letzte, was ich tue. Danach werde ich direkt speichern. Damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.